Nee. Schon wieder. Ach, was soll's. Leute, wir machen schon wieder was im Dachofen. Tja, und was machen wir? Wir machen Black Angus geschnetzeltes im Rouladen-Style. Ja, genau. Das Ganze aus dem Dachofen. Warum? Na, ganz einfach. Schatzi hat meine Black Angus Rindsrouladen. Ja, Black Angus Rindsrouladen. Naja, gefunden. Und ich war so am Überlegen, was mache ich? Schon wieder Schichtrouladen? Nee, sind bloß 3 Stück noch übrig gewesen. Nee, mache ich Geschnetzeltes. Ja, und das Ganze im Rouladen-Style. Ungefähr so wie damals in meinem Schichtrouladen-Video. Ziemlich genauso. Nur halt geschnetzelt und so im Topf. Und genau das machen wir jetzt. Und dazu gehen wir rein, richten die ganzen Zutaten her und dann hole ich euch dazu. Aus dem Topf, Öl und ein bisschen Wasser haben wir jetzt, glaube ich, alles hier, was wir benötigen. Halt! An Senf brauchen wir noch. Fangen wir gleich mit dem Senf an. Ob wir jetzt hier so einen Senf nehmen oder so einen, ist sowas von Pumpe. Ja, ist in beiden nochmal so viel drin, also nehmen wir beide. Dann haben wir hier natürlich unsere Rindsrouladen, ein bisschen Butter, ein Tomatenmark, ein bisschen Bacon in Scheiben. Verarbeite ich nachher, gewürfelt wäre auch nicht schlecht gewesen. Ein Rotwein, Suppengrün. Ja, da hängt auch noch ein bisschen Petersilie dran. Die kann ich gleich zu den Haufen mit dazu tun. Ah, die sollte ich vielleicht auch noch durchspülen. So, das restliche Suppengrün werde ich auch mit verarbeiten, besonders die Möhrchen. Dann Zwiebeln, Salz, Pfeffer, mehr braucht man nicht. Ja, nicht ganz gefüllte Tasse Grillschankereis. Dann haben wir ja leider bloß so Brotzeitgurken. War ja nicht unbedingt geplant, das Rezept heute zu machen, aber es hat sich halt so ergeben. Und dann hier hinten noch ein paar Schalen im Hintergrund. Und was soll ich sagen, ich spüle jetzt die noch durch und dann schnipsel ich die Petersilie und ein paar Zwiebeln und das kommt dann gleich in eine Schüssel mit ein bisschen Butter. Wie wir dann weiterverfahren, seht ihr ja später. Danach schneide ich die noch in Streifen. Gurken, ach Leute, ihr seht es gleich. Ich will hier das Zeug loswerden, deswegen werde ich jetzt zuerst anfangen, die Rindsrouladen klein zu schneiden. Na, Feigling. So. Oh, jetzt muss ich den Fetzen auch noch abspülen. So. Dann schneiden wir das alles in so schöne Streifen. So, das Ganze kommt derweil noch in die Kühlung nochmal. Bis wir mit dem Rest soweit fertig sind. Ich mache derweil alles hier nochmal sauber, abwischen und dann geht es mit dem Rest weiter. Ich bin hier gerade voll am Abheulen nächster Zwiebeln. Oh, die armen Zwiebeln. Unten drunter die Petersilie, alles klein gehackt. Hier tun wir jetzt gleich noch ein schönes, dickes, ordentliches Butterstück dazu, Butterflöckchen. So. Jetzt können wir das dann auch dabei zumachen, zum mit rausnehmen. So, nächste Ladung fertig. Boah, ich hasse Zwiebeln schneiden. Was kommt als nächstes? Unser Bacon. Da brauche ich auch noch ein extra Schüsselchen. Obwohl, ja, den kann ich mit in die Schüssel, wo ich dann die Gurken rein tue. Und den Bacon schneiden wir uns
auch nennen, so Streifen. Wieso, weshalb, warum? Ihr werdet ihr dann noch im Laufe des Videos sehen. Ab in eine separate Schüssel, wo dann auch noch die Gurken hinzukommen. Ja, leider nicht mehr dazu kommen, andere Gurken zu kaufen. Hier werden wir uns auch eine ordentliche Portion nehmen. Um nicht fast zu sagen, das ganze Glas. Fertig. Und? Heimatfrei Gurken. Das kommt jetzt auch in die Schüssel. Und dann kümmern wir uns um das Suppengrün. Und dazu brauchen wir dann auch noch das Zwiebelchen, aber das kommt gleich. Da haben wir noch unser Gemüse jetzt geschält, geputzt. Und das schneiden wir jetzt bloß hier einmal ein bisschen kleiner. So, und wie es mit dem gleich weitergeht, zeige ich euch gleich, weil dazu muss ich jetzt erst was holen. So Freunde, ich habe hier von Uten diesen Mini-Blender, Mini-Mixer gekriegt. Und den probieren wir jetzt mal aus mit dem Aufsatz, ob das Ding überhaupt was taugt. Eis soll es angeblich auch crashen können. Naja, arg zu teuer ist das Teil nicht. Ich werde es auf alle Fälle unten in der Videobeschreibung verlinken. So, muss ich bloß gucken, dass ich die richtigen Dinger erwische. Also ich habe da auch noch nicht reingeguckt. Jupp. Hä? Das machst du? Ich probiere das Teil jetzt hier mal aus. Ich habe sogar ein bisschen Schwarzstoff. Ja, ja, den spülen wir vorher schon noch durch, mein Schatz. Keine Panik. So. Aha. Gebrauchsanweisung lese ich natürlich mal wieder gar keine. So, den Einsatz brauche ich nicht. Das brauchen wir. Naja, und da kann man es nachschieben. Gut. Das ist das, was wir jetzt brauchen. Mein Schatz, du wolltest spülen. Bitte schön, danke schön. Das wollte ich nicht. Tja. Wer zuletzt kommt, beißen die Hunde. Sonst ist nichts mehr zu machen hier. So Leute, dann kommt das Teil hier rein. Wird hier einmal gedreht. Einmal noch. Und dann schmeißen wir hier mal gleich zwei, drei Sachen rein. Und gucken, ob der funktioniert. Er funktioniert gut. Also den Deckel hat es wieder rausgeschossen. Yep. Na genau. Also alles auf einmal würde ich jetzt nicht unbedingt da reinhauen. Also schön wäre es gewesen, wenn er sich das Zeug selber nach unten durchgezogen hätte zum Kleinpürieren. Aber das macht das Teil nicht. Aber halt, eine Chance gebe ich noch. Moment noch. Ja, und zwar die Chance, dass wir noch etwas Flüssiges hinzutun. Und dann nehmen wir gleich den Rotwein, den roten. Naja, komm. Wir brauchen ja ein bisschen Flüssigkeit nachher. Jo, dann kann ich den. Oder dann brauche ich den nämlich gar nicht mit rausnehmen. Und jetzt probieren wir es ganz einfach nochmal. Aha! So gefällt mir das schon viel besser. Jo, also Gerät funktioniert doch. Also doch Daumen nach oben. Leichter Bedienungsfehler.
Naja, wieso, weshalb, warum sich die Verschraubung hier unten jetzt gelöst hat, keine Ahnung. Vielleicht hat sich das da drin mitgedreht, ich weiß es nicht, aber zum Saubermachen auf alle Fälle gut, aber tja, da drüben habe ich jetzt die Sauerei zum Wegmachen. Ja, Freunde, wir gehen jetzt gleich in die Grillkota raus, alles soweit vorbereitet. Ja, die restlichen Zutaten mit rausnehmen, das was wir alles klein gemacht haben und das Teil hier. Ich bin ja einer, der immer guter Hoffnung ist, dass es doch noch funktioniert und deswegen geben wir das Teil jetzt noch nicht gleich auf. Ich werde es noch weiter verwenden. Ich möchte wirklich wissen, ob es doch was taugt, ob das vielleicht ein Bedienfehler war, ob man das vielleicht von Haus aus nicht richtig oder dass es noch nicht richtig festgeschraubt war. Ja, im Mangel an Bedienungsanleitung lesen kann es auch natürlich möglich sein. Also, da kommen noch weitere Videos. Warten wir es ab, wir werden sehen. Meine ganzen Utensilien habe ich hier in mein Körbchen. So, Handy, was zum Trinken. Das Wichtigste, ich hole jetzt noch ein paar Kohlen, die werden angefeuert und den Topf natürlich und dann geht's schon weiter. Ja Leute, so Sachen wie vorher drin mit dem Mixer, das passiert halt. Also ich denke echt, dass das nicht ordentlich zugeschraubt war. Ja, wie gesagt, Fabrik neu. Man sollte sich solche Sachen halt wirklich genau angucken, aber wie ich es drin auch schon gesagt habe, ich bleibe am Ball. Ich teste das Ding nochmal aus, denke mir da auch was Schönes aus und ja, dann gucken wir mal, ob es was taugt. Kleinpüriert hat es das Zeug ja ganz schön, nachdem ich es richtig gemacht habe. Die Kohlen sind gleich soweit. Mit reingebracht habe ich wieder den 4er halber. Ja, ich glaube, der sollte mal ausreichen. Der muss ausreichen, sonst müssen wir wieder 3 Tage lang dasselbe essen. Und ja, wenn der Topf dann draufsteht, hole ich euch wieder dazu. So, zum Anheizen soll uns das jetzt mal reichen. Die ziehen ja auch weiter durch. Aber dass der Topf schon mal heiß wird. Kleines Fussel noch drin. Raus da, bevor du warm wirst hier. So. Ja Leute, was soll ich sagen? Ein bisschen Öl rein. Ich gehe jetzt auf. Das lassen wir auch gleich mit anheizen. Und dann geht's gleich weiter. Dann würde ich mal sagen, Attacke, weiter geht's. Wir hauen unser Fleisch hier rein. Das tun wir jetzt unsere Reifen ordentlich anbraten und dann tun wir sie nochmal kurz raus und so lang, ja, schalte ich die Kette jetzt nochmal schnell ab, Wurzel ist fertig und ja, zeigt euch dann auf alle Fälle, wenn ich aus dem Dutchofen wieder raushole. Das soll uns schon ausreichen. Schüssel in der Zwischenzeit wieder sauber gemacht. Nicht so schöne Röstaromen wie im Video 399, wo ich das Schichtrouladen gemacht hatte. Aber das tut dem Ganzen jetzt keinen Abbruch. Muss ich jetzt doch mal aufstehen. Das ist eben das Gemütliche hier in der Grillkota, da kann man so schön lang sitzen. So. Dann kommen wir zu unserer nächsten Schüssel. Und zwar Zwiebeln, Butter und Petersilie war's. Und ab jetzt müssen wir eigentlich nichts mehr rausholen. Nachdem das Ganze jetzt schön angebrutzelt, angedünstet ist, ja, kommen die anderen Zutaten dann alle hinzu.
das dauert jetzt wieder eine Weile und ich hole euch dann wieder dazu. Obwohl, das machen wir jetzt auch gleich noch mit, bevor wir das nachher vergessen. Und zwar einen ordentlichen Sputz von dem Tomatenmark mit da rein. Und wenn ich sage einen ordentlichen Sputz, dann meine ich das auch so. Und dann lassen wir das nämlich auch noch ein bisschen mit antoasten. Ja. Kohlen habe ich gerade noch etwas neu orientiert da unten drunter. Naja, vielleicht hätte ich doch wieder die Atomeier dazulegen sollen. Aber Hauptsache, heute brutzelt uns nichts unten an. So, dann kommt das nächste. Und zwar habe ich mich dafür entschieden, ja, dass das etwas nächstes reinkommt. Die Reihenfolge, wie ihr das im Endeffekt dann macht, bleibt natürlich euch überlassen. Noch wie ich es doch hasse, wenn nicht alles gleich mit rausgeht. Aber auch bei dem Senfteil hier gilt, einen Schluck Wasser, Deckel drauf und hoffen, dass wir nicht gleich wieder eine Riesensauerei haben. Na, sieht gut aus. Und schwuppdiwupp haben wir ihn ziemlich leer. Jawohl. Und da mir der Senf nicht reicht, quetschen wir hier noch den Rest aus. Boah, Reis ohne Wasser, damit rein. Also Schatzi brät immer den Reis vorher auch im Topf noch mit ein paar Zwiebeln an. Und die haben halt jetzt auch da gleich mit reingepfeffert. Jetzt können wir unsere Gurken und unseren Bacon gleich mit hineintun. Und dann kommt auch schon unsere verunglückte Ladung. Das Ganze mit ein bisschen Wasser aufgießen gleich. Ich hoffe, dass der Bacon noch schön auseinander geht, weil die Scheiben kleben ja noch zusammen. Ja, den Bacon habe ich mit Absicht nicht angebraten, weil wenn der in der Roulade drin ist, wird er ja eigentlich auch bloß mit gekocht. Und genauso wollte ich das ungefähr hier haben. So. Als letztes dann unser Fleisch wieder rein. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Fleisch im Verhältnis zu dem anderen Material sehr wenig heute ist. Ja, bevor ich jetzt eine Stunde lang umrühre, haben wir erst einmal ordentlich Pfeffer und Salz noch drüber. Weil da haben wir ja noch gar nichts. So, und da wir da ja den Reis gleich mit drin haben, wir erinnern uns auch an Video 399 wieder, ein Schichtrouladen, wo nachher keine Flüssigkeit mehr drin war. Euch hier jetzt erstmal ordentlich Wasser mit rein. Ja, und wenn das Ganze dann fertig ist, haben wir ein wunderschönes One-Pot-Gericht. So, das Ganze lassen wir jetzt Viertelstunde circa drauf stehen. Und danach machen wir wieder um. Jetzt haben wir es 19.12 Uhr, also um 19:30 in etwa. So, halber haben wir es. Guck mal rein. Ja, ich glaube, Flüssigkeit ist genügend drin. Ja, das sieht schon besser aus. Du stehst mitten in der Sonne, mein Schatz. Ich bin die Sonne. Nein, du stehst in der Sonne. Ich bin die Sonne. Einfach mal probieren. Das braucht schon noch eine Weile. Was? Hallo, ihr hättet eigentlich Hunger. Salz und Pfeffer vielleicht noch nicht so viel, der Reis ist auch noch bei weitem nicht durch. Oh Mann jetzt.
Und irgendwas ist zu viel drin. Gemüse. Gemüse zu viel? Ja. Alles gut. Salz, Pfeffer würde ich sagen, schmeißen wir dann noch am Teller mit dazu. Das lassen wir jetzt soweit gut sein. Ja, dann lassen wir es weiter brodeln. Und ja, gelegentlich aufmachen, umrühren, aufpassen, dass unten nichts ansetzt. So Leute, jetzt haben wir es kurz vor 8. Angesetzt hat Gott sei Dank nichts. Schatz, ich weiß ganz genau, was du denkst. Was für eine Pampe. Stimmt, oder habe ich recht? Ja, ich sag jetzt nicht, wie das ausschaut. Es ist egal, es muss schmecken. Heiß ist es. Mhm. 10 Minuten, Viertelstunde noch, dann ist der Reis gut. Willst du auch probieren? Mhm. Mmh, mit Fleisch. Mhm. Mach mal den Deckel zu. Also was ich definitiv schon sagen kann, ist zum einen, dass es heiß ist und dass der Sellerie auf alle Fälle zu viel war. Maximal die Hälfte von dem Sellerie, was ich rein habe, hätte ausgereicht. Aber mein Gott, schmeckt halt ein klein bisschen, klitzeklein bisschen nach Sellerie. Aber ansonsten schmeckt es wirklich lecker. Ich bringe jetzt das restliche Zeug schon mal rein, die Cam rein und ja, hole dann so in einer Viertelstunde den Topf auch noch drinnen und dann können wir essen. Dann gibt es auch ein ordentliches Probiererle. Ja. Juhu! Es ist soweit. So. Und hier nehme ich mir mal jetzt eine richtig schöne Ladung raus. Und naja, wie soll es aussehen? Natürlich, wie schon mal gegessen, es ist ein One-Pot-Gericht. Aber es riecht lecker und schmeckt lecker. Und jetzt gehen wir rüber und dann schiebe ich mir das erstmal unter die Nase. So Freunde, da haben wir es. Ah, Schatz, haut schon Salz und Pfeffer drauf. Nur Salz. Nur Salz. Mmh. 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 Du weißt schon, dass es so heiß ist, warum schiebst du so viel ein? Das war nicht viel. Schmecken tut es richtig geil, rouladig. Also. Mmh. Herrlich. Gurken kommen auch gut durch. Aber wie gesagt, etwas so wie Sellerie. Aber machen wir nachher noch das Fazit und hören wir uns an, was dann Schatzi noch genau damit oder dazu zu sagen hat. Essen. Leute, ich glaube, jetzt wird es katastrophal. Ich sage jetzt erstmal meine Meinung. Also für mich persönlich war es eigentlich schon, nee, nicht eigentlich, es war sehr lecker. Ich fand, der Rouladengeschmack war definitiv da. Ich mag ja auch gern in der Roulade den Reis drin. Mein Schatz mag das mit den Reis bei Rouladen gar nicht. Sellerie etwas zu viel. Und naja, Gurken hätten auch ein Hauch weniger sein können. Sage ich gleich vorweg. Aber jetzt geht das Geschimpfe von meinem Schatz los. Es gibt kein Geschimpfe. Kein Geschimpfe? Du weißt, ich mag in Rindsrouladen keinen Reis. Für mich war das jetzt eher ein Reisfleisch. Okay. Wo du ein fast unbezahlbares Geld für Black Angus Rouladen hergenommen hast. Das waren bloß noch 3 Stück und... Letztendlich hat es den Geschmack total getoppt. Das muss man echt sagen. Es war lecker, aber es geht für mich nicht als Rouladen durch, sondern als Reisfleisch. Es waren ja auch keine Rouladen.
Das war ein Rouladenfleisch, ich hab's gesehen. Sei still, das war ein Rouladenfleisch. geschmacklich war das sehr gut. Das Reisfleisch. Habe ich dich rausgebracht? Du warst bei geschmacklich war es. Das wirst du rausschneiden. Nein. Doch, das wirst du rausschneiden. Nein. Doch, das wirst du rausschneiden. Nein. Doch. Die versteht keinen Spaß, Leute. Also ein bisschen weniger Gurken. Ja, und das Gemüse, das hätten wir nicht durch diesen 0815 Mixer häckseln müssen. Weil diese Scheiße putze ich nie mehr wieder. Nur, dass ihr das wisst. Ich putze das nie mehr wieder. Nie mehr. Verzeih. Ja, wie gesagt, ich werde mit dem Teil auf alle Fälle nochmal weiterarbeiten. Ob das wirklich ein Bedienungsfehler war. Bis dahin gebe ich jetzt mal kein Fazit zu diesem Mixer ab. Ja, das werden wir noch sehen. Verlinken tue ich den jetzt auch noch nicht. Und ja, wie gesagt, es war lecker. Schatz sagt, es war ein Reisfleisch. Naja, Reisfleisch mit Rouladengeschmack. Von mir aus, dann sei es so. Aber lecker war's. Punkt. Ja, Leute, dann sehen wir uns das nächste Mal. Tschaikowski. Ich hab's doch gewusst. Einmal Fotos machen für Instagram und schon kriegt man kalten Burger.